ein ganz besonderer Vollblut-Araber. In einem ganz besonderen Format hat die züchterische Bühne des Trakehnerverbandes neu betreten. Defdas, der Weil Marbacher, ist ganz aktuell gekürt worden. Und wie nun seine Eindrücke waren, das erzählt uns nun Zuchtleiter Lars Germann. Ja, mit seinem typstarken und großrahmigen Sohn Defdas hat sich der unvergessene Jehim ein imponierendes Denkmal gesetzt. Denn dieser Schimmelhengst ist ein natürlich veranlagtes Bergaufpferd. Schönheit, Rahmen und Reitqualität finden in diesem Vollblut-Araber eine gewünschte Symbiose von ganz moderner Prägung. Dazu tritt die Tatsache, dass er der Botschafter eines großartigen hippologischen Kulturerbes ist. Denn mütterlicherseits vertritt er die uralte Marbacher, Weil Marbacher Studienfamilie der Murana. Und das Interessante dabei ist, dass der Vater von Defdas, Jehim, aus dem gleichen Mutterstamm kommt und einen Blutanschluss führt auf diese berühmte Weltchampioness Chada. Das erhabene und souveräne Auftreten von Defdas repräsentiert Übersicht mit Klugheit und lässt keinen Betrachter unberührt.